Andreas, 10 wow. Jahre iFix. 10 Jahre iFix, der Rollkleber für Abdichtbahnen. Wir wollen heute so ein bisschen aus der Geschichte, kann man ja schon sagen, plaudern und beginnen eigentlich mit einem Zitat aus der Vorstellung des Produktes. Zitat von Mark Twain. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Idee durchgesetzt hat. Und ich glaube, wenn wir über die Vergangenheit oder die Entwicklung von iFix sprechen, dann sprechen wir von Ressentiments, gegen die ihr laufen musstet und von ja, Hürden, die ihr beiseite räumen wolltet oder musstet. Vielleicht reden wir kurz drüber, was da so in der Anfangsphase von iFix in der Entwicklung bei dir passiert ist. Warum hat es iFix gegeben oder warum gibt es iFix, die Idee? Ja, die Idee iFix relativ spannend zu Anfang. Also entstanden ist sie im Grunde genommen, oder die ersten Gedanken sind entstanden, als wir auf Kundenveranstaltungen immer wieder eigentlich gemerkt haben, wie aufwendig und lange es auch dauert, so eine Abdichtbahn vor Publikum, ich sag mal, in der Größenordnung von 3-4 Quadratmeter zu präsentieren. Ja, wie viel Material beschafft werden muss, angemischt werden muss, mit der Zahlung aufgetragen werden muss. Führt dazu, dass im Prinzip der Vorführer, der muss richtig viel ackern. Und im Publikum ist man durchaus, wenn man sich auskennt, hat, ja, fast schon ein bisschen gelangweilt, wann wird das immer fertig so. Ja, man muss den Spannungsbogen da halten. Und wenn man genau, sich vorstellt, in der Schulung und in einer Vorführung ist das schon schwierig. Da war die Idee, Mensch, das muss auch einfacher gehen. Ja. Und es muss vor allen Dingen auch schneller gehen. Das waren so die ersten Ansätze. Weitere Ansätze kamen dann in der Zeit, als also die Prüfgrundsätze fürs ABP immer mehr in den Fokus geraten sind, als man mit dem Fliesenkleber nicht mehr alle Beanspruchungsklassen ausfüllen oder erfüllen konnte. Da kamen auch weitere Systeme auf den Markt, die einen mit Dichtschlemmen, die anderen mit dem Hybridkleber und so weiter. Da haben wir gesagt, wir wollen so ein kompliziertes System nicht haben, wir wollen es einfach halten, wir wollen ein Produkt haben, was schneller zu verarbeiten ist, was einfacher zu verarbeiten ist und vor allen Dingen, was trotzdem Sicherheit bietet in jeder Beanspruchungsklasse, die halt zu erfüllen ist. Das war im Prinzip der Anfang. Allerdings merkte man auch in den ersten Gesprächen, dass das im Grunde genommen, ja, man stößte so ein bisschen auf so Lächeln halt. Ne? Und da war auch der Mensch, ja. Ja, der Spinner aus Mark Twain. Genau, ne? Lass ihn mal reden, die kommen auch wieder runter. Und somit haben wir dann mit 3-4 Leuten halt nebenbei gearbeitet letztendlich. Also im Prinzip im Hintergrund so viel vorbereitet, geprüft, getestet, gemacht, getan, dass im Grunde genommen die Entscheider, die dann letztendlich auch eine relativ große Stange Geld zur Verfügung stellen müssen fürs Projekt, eigentlich nicht mehr Nein sagen konnten. Dass wir im Grunde genommen sagen, okay, das ist nicht nur schon relativ weit, sondern das ist verdammt gut. Und dann startet im Grunde genommen das Mitnehmen und Abholen der Kollegen. Anwendungstechnik, Labor war ja schon involviert, genau. In diese Idee und sozusagen die Idee weiterzuentwickeln zu einem fertigen Produkt. Richtig, zu einem, ja, vor allen Dingen halt in dem Bereich Prüfung, ne? Externe Prüfung. Ja, im Grunde genommen war es ja Idee, ein möglichst schnelles System, möglichst einfaches System in einer anderen ApplikationsformDas muss man ja auch sagen. Einfach, schnell, sicher. Einfach, schnell, sicher. Wir rollen heute statt mit einer Fliesenzahnung aufzuziehen. Ich habe ein deutlich schlankeres System in dem Sinne, ja. Das nicht so stark aufträgt. Ja, und diese Idee dann in ein Projekt gefasst und dann die ersten Objekttests. Ich erinnere mich auch da, gab es schöne Dinge, die wir da gemacht haben. Und auch erste überzeugte Kunden schon in der Projektphase. Einfach die Abdichtbahn effektiver und schneller zu verkleben. Und der es testen durfte, war begeistert, oder? Ja, definitiv. Und wie das oft so ist, dann man hat dieses Produkt fast fertig, man hat noch keinen Namen, dann gab es so die Dinge mit der Namensfindung. Ich erinnere mich, dass wir da zusammen mit einigen Kollegen im Nürburgring gesessen haben und über die Idee oder den Namen philosophiert haben. Und dann gab es irgendwann eine spontane Idee, iFix. Aus dem Zeitgeist heraus, ist also immer dieses, ja, für uns, auch für Leute in unserem Alter, ist diese iFix, iPhone-Idee, ist also, steht immer für Innovation, Schnelligkeit und immer vorne dran. Und der Name war gefunden.
Ja. Und dann wart ihr in den Prüfungen. Also Namensfindung war irgendwo im Mai. Vorstellung war in der Tagung im September. Genau. Und bis dahin musste alles fertig sein. Und eine sehr spannende Geschichte war die Prüfung der Dichtigkeit. Genau. Im Grunde genommen haben wir von Anfang an gleich ein ABP erlangt, so wie auch eine ETAG erlangt zu der Zeit. Aber fürs ABP in der Klasse C, also Klasse B, das Schwimmbecken, da war im Grunde genommen die Herausforderung, wirklich möglichst eine hohe Wassertiefe zu erreichen, um das halt die Sicherheit auch darstellen zu können. Und da war im Grunde genommen, oder ist es so, dass Betonbecken gemacht werden, die werden halt auch druckdicht verschlossen und werden quasi von Woche zu Woche mit einem halben Bar mehr Wasserdruck beaufschlagt. Bei 2,5 Bar ist dann Schluss, das sind theoretische 25 Meter Wassertiefe. Und dann inklusive der 2,5 Sicherheit, die dabei ist, so erlangt man dann 10 Meter Wassertiefe. Und die haben wir damit erreicht. Also das ist ja schon enorm. Also 10 Meter Wassertiefe, das ist kein normales Schwimmbecken mehr. Das ist schon mehr als ein Sprungturm, glaube ich. Also wenn man sich dann vorstellt, da ist einfach Sicherheit drin. Für jedes Becken, für jedes private Badezimmer, was man macht, für die gewerbliche Kücheneinheit, da weiß ich, ich habe diese Sicherheit von 2,5 Bar, 25 Meter Wassersäule. Klar, das Sicherheitsfaktor ist immer dabei, aber es ist schon enorme Sicherheit, ja, die ich da habe. 10 Meter Sprungtürme, die haben im Prinzip 6 Meter Wassertiefe. Ja, also da also auch noch viel, viel mehr Sicherheit hinten dran. Was ich da insbesondere erinnere, dass wir die Prüfung halt über den Sommer, die liefen über den Sommer. Und du gesagt hast, es wird wöchentlich der Druck erhöht. Und wir haben alle darauf gewartet. Ein Teil von uns war im Urlaub. Ich war im Urlaub, als dann die erlösende Nachricht kam. Wir sind bei 2,5 Bar und 2,5 Bar steht seit einer Woche. Wir haben die Prüfung, wir haben die Zulassung B fürs Schwimmbad in der damaligen Lesart bekommen. Das war schon ein toller Moment. Und das Bier, ich schmecke noch heute, wie es schmeckte, das war schon sehr lecker am Abend. Ja, definitiv. Ich glaube, da haben wir uns super Leistung. Haben einige sich ein Bierchen geöffnet oder vielleicht auch nur ein Cappuccino getrunken, ich weiß es nicht. Aber es war für uns eine spannende Zeit und da war uns allen klar, jetzt können wir richtig loslegen, was Kampagne und andere Dinge angeht. Da war es zum Beispiel so, wir hatten ein schönes Kampagnenlogo, das war ein Skater. Der Skater, ja. Dieser Skater hatte die Rolle in der Hand, weil wir auch eine andere Applikationsform wählen. Genau. Also nicht mehr aufziehen mit einer Spachtel, sondern tatsächlich aufrollen. Schon vom Bild her sehr dynamisch, aber spiegelt auch das wieder, was das Produkt kann. Einfach viel, viel schneller arbeiten. Genau. Roundabout kann man ja ruhig. Das beziffern, 40% sparen wir Arbeitszeit ein. Ja, und das ist gewaltig. Und Roundabout 40-50% Material. Genau. Also beinahe Top-Sicherheit, die man nach wie vor da ja auch immer wieder betonen muss. Ja, Kampagnenlogo war gefunden, Tagung. Tagung ist für uns ja immer in der Produkteinführung eine spannende Zeit oder die Tagungsvorbereitung. Extrem viel Arbeit. Und da war es dann, glaube ich, noch mal ein Stückchen mehr. Wir haben, 50 Kojen erstellt, die im Vergleich dann abgedichtet wurden. Also klassisch Fliesenkleber und Dichtschlämme zu iFix. Genau. Und da gab es den Wettbewerb bei den Außendienstlern. Ja, genau. Challenge war, wer ist der Schnellste? Und da hat ein Kollege natürlich extrem. Der hat richtig vorgelegt. Ja, richtig und, aber auch da konnte man sehr gut sehen, auch die Kollegen, die jetzt nicht von Hause aus Fliesenlegermeister oder Handwerker waren, haben da sehr gute Zeiten hingelegt und waren. Und ordentlich gemacht vor allen Dingen. Es ist für jeden in der Applikation machbar. Ne? Es erklärt sich nahezu von selbst. Ja. Und das war sehr schön zu sehen, wie die Mannschaft eigentlich los wollte nach dem ersten eigenen Anfühlen. Interessant war, Preis war nicht mehr interessant, aber sie wollten einfach los das Material dem Kunden anbieten und zeigen, wie es funktioniert, wie es geht. Und dann hatten wir uns dann Team, das die Einführung begleitet hat, da gab es noch ein ganz großes Goodie sozusagen, ein mobiles Goodie, zwei Stück. Ja, wir haben die MTC-Trucks kreiert und gekauft bzw. in Dienst gestellt. Das waren zwei schöne große, wie soll man sagen, Showtrucks, Schulungstrucks. Ja. Idee ist entstanden mit einem Kollegen aus der Marketingabteilung auf dem Weg in den Süden auf Höhe Spessart. Ich erinnere noch, haben wir einen
Showtruck von einer anderen Firma überholt und haben uns überlegt, Mensch, das wäre toll, das wenn wir sowas hätten. Wie das oft so ist, die Idee wurde weitergetrieben, dann gab es irgendwann auch da das Go von den Verantwortlichen. Ja, genau. Macht einfach mal, wir haben zwei von diesen Showtrucks angeschafft und haben die dann für uns alle sehr, sehr emotional vorgestellt und ich glaube in einer unfassbaren Kampagne, die man dann, die heute noch in vielen Köpfen ist, das Produkt. War ja auch eine lange Zeit, ne? Ja. 3 Jahre, glaube ich. Ne? Absolut, dem Kunden nahegebracht haben und mal anders, nicht ins Schulungszentrum eingeladen, nicht bei ihm vor Ort, doch schon vor Ort, aber in unserer eigenen Schulungslocation. Sehr spannende Geschichte und hat den Kunden, glaube ich, gezeigt, dass wir da nicht nur innovative Produkte haben, sondern auch ziemlich innovative Ideen, was Kampagnen und andere Dinge angeht. Ja. Ja. War in dem Sinne auch nicht vergleichbar. Absolut nicht vergleichbar, ja, das ist richtig. Auch da gab es viele, die uns vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen haben, die uns dann aber mit diesem Produkt sehr, sehr gut wahrgenommen haben und heute auch begeisterte Verarbeiter dann entsprechend sind. Und dann gab es immer mehr, man muss dieses Produkt ja auch ein bisschen erklären, obwohl es sich aus meiner Sicht fast selbst erklärt, aber wir haben dann auch Videos gedreht dazu, unter anderem ein Vergleichsvideo. Genau, zwei Techniker haben nochmal die Challenge bekommen, im Prinzip nochmal rauszuarbeiten, wer da der Bessere, der Schnellere ist, wer vielleicht auch am Ende der Entspanntere ist. Und das kann man da sehr gut sehen, wer herkömmlich arbeitet, der ist doch mächtig am Rudern, am Strampeln, dass er hinterherkommt und er kommt nicht hinterher. Ja, da wird einfach klar in dem Video, es ist einfach einfach. Genau. Ja, und die Schlusssequenz, dass er durchgeschwitzt da steht, der Kollege, der in konventioneller Art und Weise arbeitet und sich erstmal beruhigen muss sozusagen und abkühlen, da ist die Verarbeitung von iFuchs schon deutlich, deutlich entspannter. Richtig. Also dieses Video, ich glaube, das zeigte dann auch die 40% sehr, sehr, sehr deutlich. Ja, und nach einiger Zeit neue Norm. Wie ja oftmals so eine neue Norm ist immer eine spannende Geschichte, bis sie dann tatsächlich auf dem Tisch liegt. Sie kam dann plötzlich, irgendwann lag sie auf dem Tisch. Und mit der neuen Norm auch von unserer Seite aus neues Kampagnenlogo oder neues Logo, was die Dichtigkeit angeht. Ja, und iFuchs, ich sage jetzt mal, immer noch dicht. Dann regelkonform, so wie man sich das wünscht. Als Normenabdichtung, bis dahin war ja die gesamte Abdichtung, die wir als Verbundabdichtung bezeichnen, noch nicht so richtig hundertprozentig Normabdichtung, aber dann war sie Normabdichtung, die Bahn war dabei und wir waren sehr glücklich ja, darüber. Die Prüfgrundsätze in dem Sinne haben sich ja nicht geändert, sondern durch die Norm ist ja eine Anwendernorm im Prinzip beschrieben, wie man es dann halt letztendlich macht. Ne? Von daher. Und da immer noch hervorragend, immer noch gut einsetzbar und auch ja, sicher, so wie es die Norm verlangt. Definitiv, ja. In allen Bereichen, so wie wir sie wie ihr das kreiert habt, ist sie dann auch voll einsetzbar und immer noch einzigartig, ne? In ja, Qualität. Also im Prinzip einzigartig in der Anwendung, in der Schnelligkeit, in der Leistung, ja, insbesondere halt auch diese Sicherheit beim Becken. Ja. Ja, das ist also sehr verarbeitungsfreundlich. Ist nach wie vor absolut auf dem Stand, ja. Und mit dieser neuen Norm kam auch relativ zeitnah der Wechsel auf eine neue Farbe bei der Abdichtungsbahn, von Grau auf Gelb. Ja, genau. Das war letztendlich auch ja, dem Mutterkonzern geschuldet, dass wir uns als Marktführer im Abdichtungsbereich sehen und die gelbe Farbe genommen haben. Ja, du sagst es richtig, Marktführer und auch sichtbarer Marktführer. Ja. Also ich finde, durch den Wechsel auf die andere Farbe hat man ganz deutlich gezeigt, man sieht uns dann doch sehr, sehr stark und die Sonne geht auf, wenn unser Produkt kommt. Das ist schon schön. Und wir haben viele Bauvorhaben gemacht, sehr viele Bauvorhaben gemacht und ein Projekt strahlt besonders. Das ist ein Schwimmbad in Russland, glaube ich. In Litauen. Mich? Oder in Litauen, Entschuldigung. Eins der größten Becken, die es dort überhaupt gibt und was über die Jahrzehnte halt die üblichen Probleme mit sich brachte, die man halt bei Schwimmbädern kennt. Da ist auch ein kompletter Rückbau dann erfolgt und mit all unseren Produkten von der Reparaturmasse für die Wände, Vergussmassen etc. ist alles eingesetzt worden, ein Komplettsystem und halt mit iFuchs AB abgedichtet worden. Ist eine Dichtigkeitsprüfung gemacht worden, also ein wahnsinniger Aufwand und ja, in einem wahnsinnig großen Rahmen. Also das ist schon eine irre Baustelle gewesen.
Und die hat einmal frei funktioniert. Inzwischen haben wir in der Größenordnung allein in Litauen schon 3 gemacht. Und insgesamt, iFix ist heute auch dank unserer Mutter Sika auch weltweit unterwegs. Ja, wir sind genauso in Australien damit, wie auch in Amerika sehr erfolgreich. Und vor allen Dingen Skandinavien, historisch ja schon, immer dabei, die sehr, sehr viel abdichten. iFix ist überall. Ja, und wie viel Quadratmeter haben wir bis heute gemacht? Ja, Stand heute haben wir auf jeden Fall über 11 Millionen Quadratmeter gemacht. Unfassbar. Ich denke mal, das ist eine sehr beeindruckende Zahl, ja. Einfach dicht gemacht, oder? Einfach, sicher, dicht gemacht. Und das seit 10 Jahren. Und Andreas, ich glaube, wir träumen jetzt von den nächsten 10 Jahren und gehen mit Zuversicht in die nächsten 10 Jahre. Und dann in 10 Jahren sitzen wir hier wieder, feiern dann 20 Jahre iFix und gucken dann auf noch viel, viel mehr Projekte zurück. Ich finde es spannend. iFix wird es sicher geben, bin ich mir auch. Definitiv. Also das ist unschlagbar. Ich würde mal sagen, insofern weiterhin auf iFix, auf die nächsten 10 Jahre. Danke für das Gespräch. Ja, war sehr spannend mit dir. Dankeschön. Ja, danke.